Und heilen zwischendurch. Na, nicht. Ja. Okay. Nebel. Ah, nicht gut. Wobei das jetzt ein Argument dafür wäre, dass wir doch eine Waffe hochstufen. Damit wir in solchen Fällen wenigstens irgendwas tun können. Wobei das auch nicht so viel hilft, ne? Wo ist der Nebel gewesen? Rechts. Wobei es auch nicht so viel hilft, weil dann stochern wir halt wild in der Luft rum. Im Dolch hat es ja auch nicht so... Na doch, mit der Attacke könnte das gehen. Also ich laufe nochmal links lang. Und wenn ich dann wieder so einen komischen Armbrustbolzen in der Luft fliegen sehe, versuche ich den zu messern. Das war irgendwo hier. Da ist schon unser Seelenhaufen. Ich glaube, ich habe ihn diesmal nicht gepult. Alles okay. Was ist das hier? Leave me be. Oh. I like it quiet. Leave me be. Das ist dieselbe Stimme wie der Depressive, oder? Ähnlich zumindest. What business have you here, traveler? You may call me Vengal. If I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Könntest du aber mit dir selber sprechen? Also wir haben wohl einen Kopf vor uns. Was auch immer mit dem Körper passiert ist. Und ich glaube, die Stimme war doch nicht der Depressive. Aber ich habe die Stimme definitiv schon mal gehört. Das ist eine von den Hauptsprecherstimmen. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky. Thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. Mm-hmm. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. Wie alle Schwerter. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Okay, das werden wir schon mal nicht machen, weil wir das Schwert haben wollen, auch wenn wir es nicht benutzen werden. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Seelen wären schick. Oh, erstmal eine Geste. Köpfen. Schöne Geste, vor allem von ihm. Und wir können Sachen kaufen bei ihm, das ist komisch. Destructive Great Arrow. Blitzurnen und Blitzresin. Und Miracle. 14 Glaube. Ja, nö. Danke. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. Ja, das ist eine gute Frage, von welchem Königreich er spricht. Es gibt ja doch einige hier an diesem Ort. I was born in Feroza, it's a land in the distant east.
When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Man redet definitiv ganz schön viel. Thank you for lending an ear to my ramblings. Schon okay. Here, take these. I've no use for them. Sein Helm. Go along and resume your journey. Farewell. I will retire to my silence. Okay. Also, Helm haben wir bekommen. Und das sieht genauso aus wie der da auf dem Stein. Und hat 492er Rüstungswert. Das klingt sehr gut. Wiegt aber auch dementsprechend. Helm worn by the ferocious Vengal of Forosia. Borossa. Werden wir aber nicht tragen. Wegen Belastung und so. Und ich hätte allgemein eher mehr Loot gerne als mehr Rüstung. Teilspot. Teilspot. Oh, warte mal, da was geleuchtet. Also, das ist nur ein Glitch. Okay. I failed. Treasure and then quite something. Hier ist nichts. Okay, also, wir sind jetzt links und wieder links. Ich sehe da Loot im Wald. Schnell looten und weglaufen. Roll dich. So, zurück zu dem Kopf. Und gucken, ob wir irgendwas gebrüllt haben. Nein. Aber man kann im Nebel die Blutflecken von anderen Spielern sehen. Das ist nicht so wirklich beruhigend. Ich gehe einfach mal links weiter an der Wand lang. Hier. Links, 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 links. Nachricht. Versuche rechts und dann voraus. Nein. Ich bleib schön links an der Wand. Wie sieht das bei einem Labyrinth gehört? Und ein Ausgang. Sehr schön. Also merke, wenn man links an der Wand langkommt, kommt man in ein neues Gebiet. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es in dem Nebelzeug da noch viele Sachen zu finden gibt. Aber da sollten wir erstmal irgendeine Möglichkeit gefunden haben, mit den Gegnern umzugehen. Also mit dem nicht targeten können. Sieht aus wie eine alte Ruine. Bonfire ahead. Oh. Das hätte ich fast übersehen, wenn die Nachricht nicht gewesen wäre. Benutzen wir gleich mal. Ja. Und raten dann die Nachricht, weil das so nett war. Schön. So, also eine Ruine und ich sehe jetzt schon zig Wege, die wir gehen könnten. Und überall Blutflecken. Und Kisten. Und komische humanoide Typen mit Schilden. Random Radiant Life Gem, ja. Da unten ist auch noch was. Okay, einfach in eine Richtung laufen und mal gucken. Irgendwas macht komische Kichergeräusche schon mal. Das ist irritierend. Und wir werden verflucht. Das war hier irgendwo. Hä? Ja, hier. Oh. Das muss weiter unten oder oben sein. Da ist noch so ein Vieh. Wow. Hallo. Alles cool. Ich versuche erstmal den da zu töten. Oh. Ah, du Kacke. Wie viel hältst du aus, Junge? Das ist mein großer, toller Seelenpfeil.
Ja, und drei von denen. Geh weg. Also man kann gut mit denen umgehen. Die sind nicht so schnell, aber was die aushalten. Also das wird kein Gebiet sein, wo ich durchrushen kann. Also was Gegner töten angeht. Ich könnte durchlaufen, das ist richtig. Ich glaube, ich komme in eine Sackgasse. Target raus. Lauf und pull nicht das Riesending. Weg. Weg. Ich würde eigentlich ganz gerne den angeschlagenen finishen. Den da. Und gib ihm 400 Seelen. Au, 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 au. 400 Seelen scheint mir ein bisschen wenig, dass ich meine halben Zauber auf die abschießen muss, um überhaupt irgendwas zu machen. Also vielleicht ist das Gebiet noch nicht für uns gedacht. Weg. Das heißt, wir versuchen jetzt ein bisschen was hier abzugreifen an rumliegendem Loot. Und dann gucken wir uns lieber mal an ein Gebiet um. Also, wir haben ja noch einen Gang von diesem Dreiergang Platz aus. Also bei dem einen Leuchtfeuer. Da kann ja ein Gang in die Nebelwand, ein Gang in der Mitte zu dem Königstor und ein Gang hier in die Richtung. Nee. Wir sind jetzt hinter dem Nebel. Stimmt, da gibt es ja noch einen Gang. Okay. Zu viele Wege, die wir gehen können. Irgendwas kichert hier immer noch. Warum war Mo? Achso, unten sind wahrscheinlich auch noch Ohren, die uns verfluchen wollen. Okay, kurz warten, bis das weg ist. Und dann hier. Da. Du musst weg. Push. Push. Loot. Pharaoh's Lockstone und eine Seele. Sehr schön. Try rolling and then hurrah for treasure. Genau. Hier sind überall diese doofen Dinge. Ja, ich gehe ja schon weg. Okay, hinter uns ist das Vieh. Mehr Loot. Butterfly und Fackeln kann man immer gebrauchen. So, jetzt aber das große Ding und die Kisten. Also einmal war hier eine Kiste, die hätte ich ganz gerne. Ist hier noch irgendwo ein Verfluchding? Ja, weg damit. So, du bist auch eine richtige Kiste. Öffne dich. Mhm. Human Effigy und Bleeding Serum. Das da. Fügt Blutung zur rechten Waffe hinzu. Okay. Da hinten ist noch so ein komischer Löwenmensch. Und das Riesending. Ich glaube, das Riesending probiere ich mal. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte fast einfacher sein als die Jungs. Weil es halt so ein Semi-Boss ist und die sind meistens etwas träger. Ja, hält genauso viel aus wie so ein Löwending. Und macht nichts. Habe ich erwähnt, dass in Dark Souls 2 die Mobs momentan ein bisschen komisch drauf sind? Du. Dein Job ist es, mich zu töten. Genau. Geht doch. Oh, kommst ganz schön weit damit. Also das muss ich schon sagen, das finde ich nicht schön. Da haben sie irgendwas kaputt gepatcht. Ja, klar, man kommt dadurch jetzt weiter und ne. Aber wenn man weiterkommt dadurch, dass ein Gegner sich nicht wehrt, ist das nicht wirklich eine Leistung. Petrified Dragonbone. Das klingt gut. Oh. Weg. Alles zerstören. Da ist Loot.
Noch mehr Lockstones. Wir haben inzwischen schon 5 oder 6 Stück davon. Oh, da hinten ist noch mehr Loot. Ich glaube, ich sollte das Ruine für Ruine erstmal durchgehen. Oder Haus für Haus, je nachdem, was das hier genau ist. Eine Leiche ohne Loot und ohne Seele. Ein Teilspot. Oh, hallo. Dann hätte ich wahrscheinlich auch umgehen können. Es Pfosten. Ausgang? Da ist Ausgang. Weg. Weg. Zaubern. Zaubern. Weg. Okay. Zauber sind gleich alle. Wechseln. Der ist auch gleich alle. Der ist sowieso alle und Babypfeile. Tot. Okay. Du weg. Und jetzt haben wir trotz inzwischen 6 Zauberslots gleich keine Zauber mehr. Ja, mit 12 Pfeilen schaffe ich den da hinten nicht. Das können wir knicken. Hier ist noch eine Kiste, die versuche ich noch zu bekommen. Danach geht es zurück zum Leuchtfeuer. Hier muss ich springen.